Sehr geehrte Damen und Herren, Herr Präsident, ich habe Verständnis dafür, sehr geehrter Herr Senator Henkel, dass Sie unter dem riesigen Erfolgsdruck stehen, einen Olympiasieg über Hamburg erzielen zu müssen und dass Sie dafür die Berlinerinnen mit Jubelnachrichten ködern wollen. Kein Verständnis habe ich, dass Sie bei dieser Gelegenheit ein derartig schlechtes Bäderkonzept bis 2025 vorlegen. Und dass Sie dieses hier heute noch als Erfolg feiern wollen, ist schon der Gipfel der Desorientiertheit. Da kann ich mich gerne Lorenz Warholt anschließen, der es ein sogenanntes Bäderkonzept nennt und ihm eine Haltbarkeitsdauer bis zum Ende der Koalition gibt. Nicht mal. Unser Mantra, zuerst kommt die Pflicht, dann kommt die Kür, gilt auch hier. Und Sie haben zum wiederholten Male bewiesen, dass dieser Senat es eben nicht kann. Ein ausgereiftes Bäderkonzept hätte Vorrang vor all Ihren olympischen Träumen haben müssen. Zur Genesis des Konzeptes. Es wurden mehrere Studien angefertigt. 2013 4, 2014 3. Sie haben dann den Entwurf des Konzepts im Aufsichtsrat vor einem Dreivierteljahr erhalten, dort mehrfach vertagt, dann in den Senat eingebracht, dort diskutiert, abgeschmettert, vertagt, gewartet, bis Nussbaum geht. Und dann in der vergangenen Woche in einer Zwei-Tage-Aktion haben Sie den Bäderentwurf zerstückelt, entstellt und neu zusammengesetzt. Ein Billigpuzzle, bei dem auch noch Teile fehlen, ist entstanden. Der Gipfel des Gezerres, obwohl zunächst eigentlich nur der Neubau eines Bades erfolgen sollte, musste ein zweites her. Sie wissen warum, CDU und SPD müssen paritätisch bedient werden. Ja, das kennen wir ja. Aber der Gipfel der Machtbesessenheit ist es, dass nunmehr die Wahlkreise von zwei führenden Fraktionären aus Marienfelde und Pankow von Herrn Graf und Herrn Schneider bedacht werden. Das ist einfach nicht zu fassen, wie hier politische Interessen bedient werden. Haben Sie schon die Schilder malen lassen? Danke, Thorsten. Danke, Florian. Eigentlich. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Buchner? Nein, nein, das kann ich jetzt nicht machen. Hat eigentlich der Aufsichtsrat die vorliegende Endfassung schon gesehen? Hat er sie diskutiert? Wäre schon interessant. Vor uns liegen nunmehr Segmente eines Konzeptes, die nicht zusammenpassen. Die Frage, wie wir die Berliner Bäderlandschaft im Jahr 2025 aussehen lassen, bleibt unbeantwortet. Kurz auf einen Nenner gebracht, stellt sich das Konzept so dar. Wir wissen nicht, wie wir die Berliner Bäderlandschaft am Laufen halten werden. Wir haben kein Sanierungs- und kein Personalkonzept. Wir wissen auch nicht, wie hoch unsere Zuschüsse sein müssten. Aber wir werden zwei Bäder bauen, ohne zu wissen, ob unser Personal dafür ausreicht. Und die Region Lichtenberg-Marzahn-Hellersdorf wird auch in den kommenden 10 Jahren kein Freibad erhalten. Diese Region wird weiterhin im Trinkwassereinzugsgebiet baden müssen. Das Thema Inklusion ist kein Thema für Sie im Senat und als Bestandteil des Konzeptes. Die Arbeitsgruppe Menschen mit Behinderungen wurde nicht einbezogen. Eine Analyse des Ist-Zustandes, ein Kassensturz, wurde jedenfalls nicht für uns wahrnehmbar, nicht vorgenommen. Die Bäderbetriebe behaupten, auf Bäderschließungen verzichten zu wollen. Das klingt so wunderbar toll. Man fordert es von ihnen politisch. Aber wie sie das realisieren sollen, das bleibt offen. Zitat aus dem Konzept. Soweit es haushaltsmäßig möglich sein wird, soll auch künftig in die vorhandene Bäderstruktur investiert werden, um das Wasserflächenangebot insgesamt erhalten zu können. Was ist das denn? Soll das heißen, dass, wenn ihr uns kein Geld gebt, müssen wir eben schließen? Aber wissen Sie denn nicht, Herr Senator, wissen Sie nicht, dass man Geld aus dem Haushalt des Landes Berlin zusätzlich nur begründet bekommt? Eine solche Begründung fehlt in diesem Konzept. Wo bleibt die Darstellung dazu? Wir sind ja hier im Parlament nicht blind und wir haben sehr, sehr viele Papiere von den Bäderbetrieben bekommen. Aber eine
Auswertung dieser Papiere, die in einem Konzept mündet, die fehlt. Worin liegt der Mehrbedarf der Bäderbetriebe? Wir brauchen einen verlässlichen Weg, um die prekäre Situation der Bäderbetriebe zu beenden. Das hier vorgelegte sogenannte Konzept ist dafür nicht hilfreich. Zu einigen Details. Zitat aus dem Konzept: Der eingeleitete Weg zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit soll konsequent weiterverfolgt werden. Wie bitte? Was meinen Sie damit? Meinen Sie die Verdrängung der Stammkundschaft aus den Bädern durch mehrfache Erhöhung der Preise vielleicht? Oder meinen Sie die Verteuerung der Sanierungsmaßnahmen, die wir über die Zeit hier regelmäßig zur Kenntnis nehmen mussten? Meinen Sie die außerplanmäßigen kurzfristigen Schließungen, die immer wieder in Ermangelung von Personal kurzzeitig stattfanden und die zu enormen Einnahmeeinbußen führten? Ist das der eingeleitete Weg der Konsolidierung? Es ist lächerlich. Die für den Wirtschaftsplan 2014 anvisierten deutlichen Einnahmesteigerungen wurden jedenfalls nicht erreicht. Von den geplanten Umsatzeinnahmen in Höhe von 22,4 Millionen Euro wurden nur ca. 16,7 Millionen Euro erreicht. Ein Umsatzeinbruch von ca. einem Viertel des erwarteten. Und das lässt sich nicht allein durch einen angeblich schlechten Sommer begründen. Es blieben einfach viele Nutzerinnen weg. Diese Nutzerinnen haben sich zum Teil an uns im Parlament gewendet. Die Antworten, die wir geben können, sind bescheiden. Und die bleiben bescheiden, wenn wir auf das Konzept der Bäderbetriebe schauen. Ja, viele aus dem Stammpublikum haben Ihnen den Rücken zugekehrt. Dieser Weg der Wirtschaftlichkeit kann nicht der richtige sein. Der Senat orientiert im vorliegenden Konzept einseitig darauf, die Wirtschaftlichkeit durch strukturelle Veränderungen der Bäderlandschaft verbessern zu wollen. Also zum Beispiel durch Ausweisung von Kursschul- und Vereinsbädern. Man kann da Personal planen. Wissen die Vereine, mit denen Sie da verhandeln, eigentlich schon, was auf Sie zukommt? Sind versicherungsrechtliche Dinge geklärt? Machen Sie dort einfach den Schnitt so, dass Ehrenamtliche die Arbeit von bisher voll tariflich bezahlten machen sollen. Das wird der Weg nicht sein. Und ich glaube nicht, dass Sie die Bedingungen, wie Sie die Spandauer Wasserfreunde im Olympiabad erhalten haben, dass Sie diese Bedingungen allen Vereinen bieten können. Also aus der Sicht ist das doch auch ein Teil des Konzepts mit vielen, vielen Fragezeichen. Kommen wir zum Neubau zweier Multifunktionsbäder. Ich habe ja schon ein bisschen was dazu gesagt. Es könnte eine gute Nachricht sein. An zwei Standorten mit steigendem Bedarf werden neue Multifunktionsbäder gebaut. Aber auch hier bleiben viele Fragen offen. Wie kommen Sie auf Kosten von 30 Millionen Euro? Anvisiert waren ursprünglich einmal 38 Millionen Euro, jetzt also 30. Ich habe mir ein Bad angeschaut in Sachsen, das hat 8,6 Millionen Euro gekostet. Ja, ein Sportbad, aber auch mit einem Leerschwimmbecken und auch mit Whirlpool. Also wie man in Berlin auf 21 Millionen Euro mehr kommt, wird darzustellen sein. Die Menschen, die Sie mit den Wellnessbädern ansprechen wollen, könnten sich auch andere private Clubs in der Stadt leisten. Ich glaube nicht, dass es das Publikum ist, was wir als soziale Daseinsvorsorge einsprechen wollen. Und deshalb meine Aufforderung auch, wie die Kollegin Schillerneck das sagte, überprüfen Sie die Preisstruktur, die Tarifstruktur für die Berliner Bäder noch einmal ernsthaft. Nehmen Sie Verringerungen in der Preisstruktur vor. Wir beide haben das ja erlebt, wie Menschen auch empört reagieren auf solche Themen. Es gibt eine Abkehr von wohnortnaher Versorgung. Wenn es in Köpenick zum Beispiel nur noch ein öffentliches Bad geben soll, dann ist doch die Frage, wie Sie in diesem riesengroßen Flächenbezirk, wie Sie wohnortnah definieren. Also Herr Buchner, Ihre weite Auslegung von einer Stunde Fahrweg und so weiter, das kann ich hier nicht teilen. Menschen, die lange Wege haben, die da noch extra Fahrgeld bezahlen müssen, die werden da nicht hingehen. Menschen, die auch eine Behinderung haben, ja. Völlig stiefmütterlich behandelt wird im Konzept die Sanierung von Freibädern. Vom Wannsee ist nicht die Rede. Das Bad am Müggelsee wird außer Acht gelassen. Und wie gesagt, dass eine ganze Region ohne Freibad bleiben soll für 10 Jahre, für weitere 10 Jahre, ist nicht hinnehmbar.
Die Diskussion wird weitergeführt. Wir nehmen Ihnen dieses Konzept so nicht ab. Und ich hoffe, dass auch der Haushaltsausschuss konkrete Fragen stellen wird und Nachforderungen machen wird, damit das ein Konzept ist, was wenigstens annähernd hinzunehmen ist. Ich danke für die Aufmerksamkeit.